Leben. Ihr braucht ein Lied, was Millionen von Dollar und Euro eingespielt hat und das mit 3 Akkorden. Dann seid ihr hier richtig. Wir spielen heute Love Me Do von den Beatles. Die 3 Akkorde, die wir für dieses Lied brauchen, die schauen wir uns einmal an. Wir starten mit einem C. Für das C legen wir den Ringfinger in den dritten Mund der Ukulele unten auf die erste Saite. Weiter geht's mit einem G. Zeige- und Mittelfinger wandern in den zweiten Mund der Ukulele. Der Zeigefinger liegt auf der dritten Saite, der Mittelfinger liegt unten auf der ersten Saite und der Ringfinger kommt jetzt dazu, in den dritten Mund der Ukulele auf die zweite Saite. Dann brauchen wir noch ein D und für den D-Akkord sollen wir die Saiten 2, 3 und 4 der Ukulele im zweiten Bund spielen. Das war alles. Schauen wir uns die Akkordreihenfolge einmal an. Wir haben in diesem Lied genau 2 Teile. Wir haben einmal die Strophen, die irgendwie auch gleichzeitig Refrain sind und wir haben eine kleine Bridge. Starten wir mit der Akkordreihenfolge der Strophe / des Refrains. Es geht los mit einem Takt G. Das sind für uns 4 Abschläge. C über einen Takt. Wiederholung. G. C. Wieder G. Wieder C. Und 2 weitere Takte C hinten dran. Also 1. Für diejenigen unter euch, die gerne nochmal das G ein bisschen üben. Dann kommen wir zur kleinen Bridge. Die Bridge beginnt mit 2 Takten D. Also 1, 2, 1 Takt C, 1 Takt G. Original so wiederholt sich das nochmal. Also 2 Takte D, 1, 2, zum C, zum G und fertig ist Love Me Do. Für das Schlagmuster werde ich im Play-Along mein Lieblingsschlagmuster verwenden, nämlich tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Ein Durchlauf von diesem Schlagmuster ist ein Takt. Kommen wir zum Play-Along mit dem Schlagmuster, den Akkorden und dem Text. Als Intro werden wir immer im Wechsel ein Takt G, ein C, ein G, ein C, ein G, ein C, ein G, ein C. Das könnt ihr so lange machen, bis ihr dann auf dem G mit dem Text einsteigt. Also, es geht los mit G. Love me do, oh, love me do.
wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Lied. Denkt dran, auch diesen Text mit den Akkorden findet ihr auf den Liedblättern auf meiner Patreon-Seite. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Tutorial und ich habe immer noch rechts und links ein Video für euch. Bis dahin. Tschüss.